Ja, ist klar. Das war doch auch wieder so ein krasses Item, mit dem du dich irgendwie direkt zu der Dings teleportiert hast, oder? Nochmal genau war. Ich glaube, der war irgendwo unten dieses Mal, oder? Ja, hier unten. Okay. 1, 2, 3, 4 auf dem Vorderseite. Ja, super. Auch schon wieder zum Heulen, ey. Okay. Hier den falschen Knopf genommen. Müssen wir hoffen, dass ich immerhin auf. Ja, ich wäre so oder so da oben gelandet, wegen dem Fragezeichenfeld. Wir hoffen, dass ich nochmal irgendwie rüberkomme. Ich brauche diesen Stern. Ich brauche diesen Stern. Da komme ich nicht drum rum. Achso, okay, das war das. Okay, wir gehen in die Steuerung. Bewegen. Den Schneeball drücken, damit A loslassen. B wiederholt den Ball rollen. Okay. Scheiße, ich muss erstmal anfangen. Ich gehe irgendwo in die Mitte am besten. Auf jeden Fall ganz schnell Mario weg. Oh mein Gott, war das knapp. Okay, Peach ist raus. Komm, dann lass wenigstens Luigi gewinnen. Ah, geh doch nicht so schnell so nah an den Rand, Junge. Ja, komm, das ist deine Chance. Oh mein Gott, das endet im Unentschieden. Ich sehe es doch jetzt schon. Der schmeißt den Schneeball runter. Die haben sich doch echt geeinigt auf ein Unentschieden. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, ist klar. Jetzt holen auch noch beide. Oder nicht? Hier gibt es nur einen Draw. Bei ihm in anderen Minispiel haben wir aber doch alle gewonnen. Das heißt, es gibt keiner Münzen. Okay, immerhin. Ja, noch 4 Runden. Ja, jetzt setzt das Ding ein, wird wahrscheinlich direkt dahin teleportiert, ne? Okay, da muss ich wenigstens hoffen, dass der nächste Stern schön in meiner Nähe spawnt. Aber da ist ja auch wieder Luigi noch vor mir dran. Und der ist ja auch direkt da, wo ich bin. Es ist großartig. Jetzt bin ich letzter. Schön. Oh Mann, ist das schlecht, diese Party. Es läuft überhaupt nicht. Ja, das macht richtig Sinn. Das macht richtig Sinn, den Stern da zu platzieren. 2 Meter weiter. Damit Peach sich jetzt auch direkt. Ja, ist klar. Jetzt holt sie sich direkt 2 Sterne in einer Runde. Das ist doch. Ich habe da keine Worte mehr für. Das ist nicht normal. Ich habe da wirklich keine Worte mehr für. Komm, platziere den nächsten Stern auch noch direkt da. Ja, ist klar. Es ist schön da am Arsch der Welt, wo ich aber wieder nicht hin. Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen?
Also diese Party ist echt wie verhext. Naja, natürlich kommt Luigi jetzt auch noch schön nach da unten. Dieser Junge hat so, hat auch wieder so viel Glück, ne? Ich überlege fast wirklich taktisch zu spielen. Also wenn ich nicht da hinkomme, dann versuche ich wirklich oben nochmal zum Buhu zu kommen. Weil dann komme ich wenigstens nochmal die Möglichkeit für 50 Münzen mir nochmal einen Stern zu klauen. Das ist natürlich wieder die Frage, bei wem? Bei Mario oder bei Peach? Ich brauche halt auf jeden Fall noch einen zweiten Stern. Na, 5. Okay, ich komme immerhin auch nach drüben. Immerhin. Buschbongo. War das irgendwas mit Knöpfen drücken? Ja doch, ich glaube, das war das. Aha. A, B oder Z. Okay. B, A, Z, A. B, A, Z, A. B, A, Z, A. Nein, ich hätte noch einen Knopf drücken müssen. Oh mein Gott. Dämlicher kann man das Spiel auch nicht verlieren. Ich habe das nicht gecheckt, dass ich da noch einen Knopf drücken muss, um quasi die Reihenfolge zu erhöhen. Oh mein Gott, wie dumm. Ja. Also das war die dümmste Niederlage in einem Mario Party Minigame der Geschichte, glaube ich. Ja, und die macht sich das schön einfach und wechseln die ganze Zeit nur A und Z ab, damit die schön bis zum Ende ausschlachten können. Komm, mach wieder ein Z. Oh, falsch gemacht. Komm, Peach, dann gewinn du wenigstens. Mach jetzt aber mal ein B dann dahin, damit da wieder ein bisschen Schwierigkeit mit reinkommt. Das ist doch nicht normal. Was macht ihr denn da? Wie soll denn da jemand einen Fehler machen? Ich meine, ja, ich habe mich selbst eliminiert, indem ich so komplett random rausgeflogen bin. Mein Gott. Dieses Minispiel hätte ich so locker gewinnen müssen. Egal. Abhaken. Ja, ganz vergessen, dass sie ja auch noch hier ist mit ihrem scheiß Pilz. Ey, der holt die sich gleich noch einen dritten Stern. Eine 10. Und ein paar Schmill. Ja, voll. Komm, geh nach unten. Schade, dass du nicht aufs Fragezeichenfeld gekommen bist. Das ist auch immer so eine Sache, dass man sich das mit angucken muss, ne? Ja, natürlich. Und es reicht. Es reicht natürlich. Das ist doch ein Scherz, Junge. Erzähl mir doch nichts. Ey, das gibt's nicht. Jetzt ist der Stern da drüben.
Nee, ich will keinen. Ach so, Glücks. Oh, ich heule, ey. Das ist doch zum. Wie mal null. Ach so. Okay. Man muss jetzt einfach raten und 50-50. Ja. Wenn er das jetzt holt, dann ist mein Münzstern weg. Ach, der hat sogar noch drei Versuche dafür, oder wie? Nee. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit sich das auf den Münzstern auswirkt. Ich denke mal, die 188 Münzen, die ich hatte, werden da jetzt nicht irgendwie abgezogen am Münzstern, sondern es bleibt bestehen. So viele hatte er die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie die Münz-Bonus-Sterne-Regelung ist. Das ist nicht normal, Junge! Das ist nicht normal, Junge. Wen willst du verarschen? Ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad. Das ist jetzt schon sein zweiter versteckter Stern. Ey. Das ist so lächerlich. Hab keine Lust mehr. Es ist wirklich unglaublich. Es ist unglaublich. Mario hat sich jetzt 4 Sterne geholt. 4. Und von diesen 4 Sternen hat er einen einzigen Stern durch eigene Leistung geholt. Einen. Dann hat er noch einen über Chance Time bekommen, die von Luigi ausgelöst wurde. Und zwar über einen versteckten Block. Also wen willst du eigentlich hier verarschen? Das ist unglaublich. Unfassbar. Fällt mir nichts mehr so ein. Sag ich ganz ehrlich. Du hast eh keine Münzen. Okay. Dann passt es ja. Ach, jetzt gibt er noch ein Item-Game. Zöger das doch nicht raus, ey. Ich weiß doch eh schon, dass ich verloren habe. Ich will mir das nicht mehr angucken. Es ist unglaublich. Ja, mir fällt da nichts so ein, ne? Schwer zu verstehen, immerhin. Oh nein, ich stelle mir aber auch trotzdem nicht gut an.
Boah, bin ich schlecht, ey. Drück die ganze Zeit die falschen Knöpfe. Gott, war das schlecht. Und darum habe ich trotzdem noch gewonnen. Wow. Na, immerhin mal wieder ein kleiner Erfolg. Bringt mir halt nicht wirklich was, aber gut. Was wieder kein Geld. Ja, das ist nicht normal. Wie viel Glück hat der Typ? Selbst in der letzten Runde, wo für ihn nichts mehr geht, holt er sich nochmal 10 Münzen. Über diese Kacke hier. Komm, Chance Time brauche ich jetzt. Reicht das für Chance Time? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Halt dein Maul. Der letzte Zug in der ganzen Party. Oh mein Gott, dieser Druck, dieser Druck. Es kann alles verändern. Ja! Nein! Ich habe mich selbst zerstört. Ich habe mir meinen einzigen Stern weggenommen, den ich noch hab. Es hätte so schön sein können. Ja, was soll man dazu sagen? Nicht glauben, dass das gerade echt passiert ist, alles. Das ist die schlimmste Party in diesem Spiel, die ich jemals gespielt habe. Wahrscheinlich eh ein Unentschieden. Nee, tatsächlich nicht. Wir gewinnen mit einem Punkt. Ja, also, das ist der größte Fail. Das ist unglaublich. Diese Party geht sowas von in die Mario Party Geschichte ein. Unglaublich. Also, mir fällt da nichts mehr zu ein. Aber ich glaube, vielleicht habe ich damit zumindest noch Peach den Sieg gegeben durch diesen letzten Stern, den ich ihr jetzt gegeben habe. Dann gewinnt wenigstens Mario, nicht wahr? Peach hat mehr für ihre Sterne getan als Mario. Wenigstens noch einen Stern. Wenn nicht Glück noch. Ja, der geht an Luigi. Ja. Ereignis Stern. Muss ich jetzt hoffen, dass der an. Okay. Habe ich auch 4, ne? Ich hatte jetzt mehr Münzen. Okay. Jetzt habe ich da nicht drauf geachtet. Ja, ich bin natürlich mit Abstand letzter. Okay, immerhin. Diese Party werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und es ist, auch wenn es für mich absoluter Schmerz ist, umso legendärer, dass es selbst wenigstens auf YouTube dokumentiert ist.
Ja, ich werde jetzt trotzdem nochmal alles off-cam nachholen müssen. Und dann geht's beim nächsten Mal wieder mit dem Duellbrett weiter, denn ich werde das jetzt nicht nochmal aufnehmen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.